Frau Hopp, wenn Sie nochmal meinem Sitznachbarn etwas erklären und mir dabei Ihren 3 Tonnen Großraumhintern ins Gesicht drücken, dann zeige ich Sie an wegen körperlicher Nötigung. Jo, was geht, meine Freunde? Mein Name ist Jonas und ich heiße Jonas. Scheiße, verkackt. Ich hoffe, bei euch ist alles in Ordnung. Ich freue mich sehr, dass ich das Video mit euch drehen kann. Heute geht es nämlich nochmal um Schule. Und zwar genau genommen geht es heute um etwas, was wirklich so jeder normale YouTuber keinem beibringen würde. Weil es eigentlich auch was ist, was man überhaupt nicht lernen würde. Aber ich bringe es euch trotzdem bei, weil ich einfach sympathisch bin. Ich werde euch heute zeigen, wie ihr schlechter in der Schule werdet. Gerade eure Eltern werden euch sehr dankbar sein, dass ihr das Video schaut. Aber genau genommen geht es heute um Sätze, mit denen ihr eure Lehrer richtig verärgern könnt. Wer sich traut, so einen Satz mal in der Schule zu bringen, der ist wirklich mutig. Aber wisst ihr, was ihr mal machen könnt? Ihr könnt mal den Lehrer vorschlagen, dass ihr dieses Video aus pädagogischen Gründen einfach mal im Unterricht schaut. Vielleicht wird er ja sagen, ja, klar. Auf jeden Fall, meine Freunde, ich hoffe, ihr habt Bock dazu. Ganz kurze Info am Anfang, wenn ihr diese Art von Video feiert, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, dann weiß ich Bescheid. Und dann wird es noch mehr Schulvideos geben. Jetzt mal viel Spaß mit 20 Sätzen, mit denen du schlechte Noten kriegst. Let's go! Herr Schieber, ohne dass ich Ihnen jetzt in irgendeiner Form zu nahe treten will, aber dass Sie sexuell frustriert sind, das merkt man im Unterricht schon sehr, sehr deutlich. Frau Sauerhagen, ich will es nur ganz kurz anmerken, aber im letzten Vokabeltest habe ich wirklich komplett abgeschrieben und Sie haben nichts gecheckt. Herr Ritter, es ist wirklich absolut kein Problem, dass Sie eine sehr feuchte Aussprache haben, weil Sie lispeln. Aber könnten Sie uns dann vielleicht Handtücher in die erste Reihe legen? Oder wie Sie sagen, erste Reihe? Frau Blaumann, ich wäre Ihnen wirklich sehr, sehr verbunden, wenn Sie nach dem Rauchen, wenn Sie uns hier direkt die Tipps geben und so vielleicht die Zähne putzen könnten. Ja, weil, offen angemerkt, Sie stinken aus dem Mund wie eine Kuh aus dem Arsch. Herr Kant, offen gestanden, meinem Fahrrad geht es sehr, sehr gut, ja? Dass ich zu spät gekommen bin, das war mit Absicht. Das hat mit Zufall nichts zu tun. Frau Dellergrund, es ist und bleibt ein Rätsel, wie Sie mit dieser grässlichen Frisur eine Affäre mit dem Direktor haben können. Das ist Respekt. Herr Laude, Herr Laude, Herr Laude, Herr Laude, wussten Sie, dass es einen YouTuber gibt, der genau den gleichen Nachnamen hat wie Sie? Ja, nur dass der witzig ist. Sie nicht. Ja, Frau Halber, ich kann natürlich auch einfach einsehen, dass ich sehr schlecht mitarbeite. Auf der anderen Seite könnte man es aber auch so deuten, dass Sie eine sehr schlechte Lehrkraft sind, ne? Also so habe ich es auf jeden Fall dem Bildungsministerium klargemacht. Ja. Herr Meier, meinen Sie, es gibt vielleicht eine Möglichkeit, meine Mitarbeitsnote ein klein bisschen zu verbessern? Herr Meier, meinen Sie, es gibt vielleicht eine Möglichkeit, dass ich meine Mitarbeitsnote ein klein bisschen verbessere? Hm? Nein? Ah, Frau Soth, ich will Sie da wirklich nicht verärgern oder irgendwas in die Richtung, aber ich fürchte, ich habe heute Morgen Ihre Katze überfahren. Ja, oder Ihren Sohn. Dann wissen Sie, ich bin einfach so durchgerast, ja, und dann kam irgendwas aus Ihrer Einfahrt geflitzt. Ich habe es nicht genau gesehen, ich bin einfach weitergefahren, habe ja auch jetzt Unterricht hier. Na, wenn es Ihre Katze war, tut's mir leid. Herr Liebknecht, ich sag's direkt noch frei heraus, meine Hausaufgaben, die werde ich niemals machen. Ja? Habe ich einfach keinen Bock zu. Frau Zitterli, wir hatten schon viele gute, engagierte, qualifizierte Lehrkräfte im Unterricht, ja? Und Sie gehören definitiv nicht dazu. Herr Spurlos, ja, das mit der Reißzwecke auf dem Stuhl, das war ich. Ja? Und das mit dem Feueralarm auslösen letzte Woche, das war ich auch. Und das mit diesem Schüler, der rausgemobbt wurde, das war ich auch. Frau Aschenheit, sorry, dass ich das jetzt so sage, aber über Ihre Witze lacht wirklich jeder nur, eine bessere Note zu kriegen. Weil es ist nicht witzig. Herr Samt, ich schwöre, wenn du noch ein Wort über binomischen Formeln sagst, ich schwöre, es gibt Respektschelle. Frau Hopp, wenn Sie nochmal meinem Sitznachbarn etwas erklären und mir dabei Ihren 3 Tonnen Großraumhintern ins Gesicht drücken, dann zeige ich Sie an wegen körperlicher Nötigung. Herr Tulpe, würden Sie mir für 5 Euro eine 2 im Referat geben? Vielleicht 2 plus so? Frau Lauer, könnte ich gerade kurz noch draußen eine rauchen? Könnte ich kurz mal auf Klo gehen? Tja, warte, die typischen Klogänge. Freunde, wenn es euch gefallen hat und ihr lachen musstet, gebt sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben, zeigt es mir. Und schreibt natürlich einen Kommentar, was ihr zu dem ganzen Thema denkt. Was ist so für euch so der beste Satz dafür, dass man eine schlechte Note kriegt? Ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, wir sehen uns morgen um 16 Uhr wieder. Schaltet auf jeden Fall ein, vergesst es nicht. Jonas, jeden Tag um 16 Uhr, das ist euer Konsumprodukt. Ihr seid süchtig. Ey Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.